Jetzt hat die Bühne Heinz Wilhelm Schnieders. Er präsentiert uns ein besonders interessantes Stück. Es stammt aus von einem Komponisten der Stockhausen-Schule in Köln, der allerdings anonym bleiben möchte. Das Stück ist ursprünglich für Klavier geschrieben und beschäftigt sich mit den lehrbuchmäßigen fünf Phasen der Trauer. Zuerst das Leugnen, das kann doch wohl nicht wahr sein. Es folgen Zorn, wer hat mir das angetan? Verhandeln, wie kann ich es wieder gut machen? Depression, ich kann es nicht abwenden. Und schließlich die Akzeptanz meiner Lage. Die Phasen werden in ca. 20 bis 30 Sekunden vorgestellt. Ich habe das Klavierstück für Drehorgel im 12-Tonstil bearbeitet, sagt Schnieders. Bitte, Heinz-Wilhelm. Die letzte Phase war die Akzeptanz der Lage. Wir akzeptieren.